Wie eine Filmkulisse präsentiert sich der Kreml im winterlichen Licht. Und auch hinter den dicken Palastmauern wurde heute ein besonderes Spektakel geboten. Die alljährliche Bilanzpressekonferenz des russischen Präsidenten. 1702 Journalisten, so viele wie nie zuvor, hatten eine Zulassung erhalten. Auffallen um jeden Preis schien da für manchen das Mittel zum Ziel, seine Fragen an den Präsidenten loszuwerden. Sie versucht es als Schneeflöckchen. Unsere Zeitung ist nicht zum ersten Mal dabei und noch nie haben wir eine Frage stellen dürfen. Deshalb greifen wir nun zu dieser außergewöhnlichen Maßnahme. Ich habe ein möglichst interessantes Kostüm gewählt, um aufzufallen. Andere gehen es politischer an, mit gelber Weste und der Botschaft, uns steht ein Paris bevor, will sie von Putin wissen, warum er die Klagen der Leute nicht hört. Wir beneiden die Franzosen darum, die es geschafft haben, mit Protest ihr Recht zu erkämpfen, die Benzinpreise zu senken. Wir beneiden sie darum, dass der Staat den Protest hört, anders als bei uns in Russland. In allen großen russischen TV-Stationen wird die Putin-One-Man-Show live übertragen. Die Botschaft ist klar. Der Präsident hält die Zügel fest in der Hand, scheut auch kritische Fragen nicht, wie die eines ukrainischen Journalisten. Wie viel Geld geben Sie aus für die Okkupation des Donbass? Dort herrscht unter Ihrer Führung doch völlige Armut. Es ist die Ukraine, die dort auf ihre eigenen Bürger schießt. Wir leisten humanitäre und andere Hilfe für die Menschen dort, nur damit man sie nicht völlig zermalmt, nicht völlig fertig macht. Über fast 4 Stunden zieht sich auch in diesem Jahr der Fragemarathon. Am Ende wird der Präsident sogar privat, spricht ohne Details zu nennen, von einer möglichen Hochzeit.